Wir sind hier am Abend, das ist ja Ortszeit, schon 20 Uhr russischer Zeit, das heißt ein sehr später Start. Die Deutschen haben den Tag heute begonnen mit einem Corona-Test. 8 Uhr, das wäre deutscher Zeit dann 4 Uhr nachts gewesen. Aber schnell noch ein paar Worte zu Fatih Ada Ipcioglu. Also keine Überraschung für alle, die das Skispringen verfolgen. Der erste Türke, der im Sommer Grand Prix-Punkte geholt hat. Das ist analog zum Weltcup. Nicht so top besetzt, weil nicht überall alle Springer da sind. Aber da schickt sich einer an, vielleicht auch.